Er heißt Ruth Jackson und damit herzlich willkommen zu Phasmophobia. Die Missionsziele werden ja nie langweilig, sind immer verschiedene. Salz, das kriegen wir hin, denke ich. Kruzifix, kriegen wir Sag ein. bitte, du hast das Thermometer aufgesammelt. Nö, warum? Da ist es Ach, da doch. oben ist es. Hat Junge, nichts hör doch gebracht. auf, Ja, mal halber ist ja gut. Herzinfarkt zu machen. Ist ja gut, ist ja Quelle. gut. So, So, ich nehme Kruzifix kann Salz man und noch Thermometer mit. später holen. Was haben wir hier noch? Dann habe ich mal das Fotoding hier mit. Gut, alles klar. Müsste alles passen hier, ne? Dann los, Ja, dann Noob. gucken wir mal, was für ein Viech wir da wieder haben. Ja. Hoffentlich stirbt er nicht so schnell. Ja, Barbara. Ich werde einfach zurückgelassen. Also ich würde sagen, der Geist ist ein Shade. Noob. Ruth Jackson heißt er jetzt, ne? Ruth Jackson, alles klar. Ach, guck mal, wir sind wieder in der schönen Bude hier. Versuch mal überall die Lichter anzumachen, dann kann ich besser Ah, schließ gucken. mal die Taschenlampe, wenn es dabei, Noob. Ja. 16 Grad, 16, 14, 13. Generell ein bisschen frisch, guter Sommer ist. Das stimmt. So, was 30 haben wir Grad. hier? Ah, in dieser Garage war ich ja noch gar nicht. Ah, hier ist dann, okay, ja gut. Hier ist dann dieser Stromkasten, ja gut. Ah, Hier ist Keller nichts gibt's ja auch noch, wie auffällig. kann ich das vergessen? Ja, der Stromkasten wird halt nochmal interessant, falls wir gleich das Licht hier Ja, ausgeht. falls du wieder nichts hinkriegst. Ja, genau. Da ist der Keller. Ist hier noch was? Hier war ich noch nicht. Können wir gleich mal im Keller gucken. 11, 11, 13. Nein, nichts Auffälliges hier. Komm auch auf den Scheiß. Ach, Büro oder was das ist? Ist auch nichts auffällig. Ja, hier auf. Irgendwo Licht. Ah ja, sehr gut. 11, 11. Ja, 11 ist noch nicht unbedingt Andere auffällig. Schuhe. Ne. Hä? Oh ne. Ach. Scheiß Viech, ey. Jetzt schon, ey. Ich dachte, das ist inaktiv 5 Minuten, Marci. Wo ging's denn nochmal zur Garage? Ich werde jetzt wieder einfach sterben, kriege ich so viel. Ne, hier geht's zum Keller. Garage war da Wollen wir hinten, erst dann. oben gucken oder erst in der Garage, im Keller? Na komm, dann lass den Keller erst gucken. Aber wo ist denn die Garage? Ah, da hinten. Ja, dann lass den Strom noch wieder anmachen. Das bist du. Wo ist es denn da? Bestimmt das, oder? Gut, sehr gut, Noob. Kann ich da was heißen? Nach oben oder was? Alle Lichter nochmal anmachen oder was? Das ist fies. Versuchen wir mal unser Glück. Ja, hätte ich schon quietschen die Treppe hochlaufen. Ich gucke erstmal links. So. Ich mache mal die Türen wieder zu, da wo wir schon geguckt haben. Ja. Das macht ein bisschen einfacher. Finche? Gut. Da. Da. Ach. Ach, Mistviech, ey. Mistviech. Hier ist auch nichts. Hier rechts noch gucken. Viel mehr bleibt jetzt nicht mehr, der muss hier irgendwo hin. Wahrscheinlich da im Keller, ne? Keller waren wir auch nicht. Nein. Hier die Räume durch. Mach hier die Tür wieder zu. Gar nichts. Ja, hier ist überall nichts. Ja, Dann dann müssen wir im im Keller gucken. Keller, toll. So, dann gucken wir mal. Waren wir hier nicht letztes Mal auch drin? Doch, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Hier ist nichts. Das Eck ist hier. Ne, ist hier überall nichts.
irgendwas übersehe. Super. Also Keller können wir auf jeden Fall ausschließen. Ja, gut, dann mache ich hier mal zu. Ja, danke. Ja, gerne. Achso, du warst schon. Da? Na. Müssen wir hier unten nochmal irgendwo gucken? Ah, hier, 3 Grad. Wo? Hier irgendwo im Wohnzimmer. Aha. Ei, wunderbar. Dann stellen wir mal gleich das schöne Ding hier auf. So, stellen wir das Beste hin. Auf den Kamin oder so vielleicht. Ja. Ich habe hier 3 Grad. Ich mache hier mal Salz über hin. So, gut. Müsste eigentlich gut stehen. So, Salz, ich gehe schon mal. Was brauchen wir dann noch? Futterbad habe ich, alles auch kann ich noch mitnehmen, was haben wir noch gebraucht? Der ganze Raum ist jetzt schon kalt. Und lass jetzt Thermometer erstmal wieder am Chuck. Ja. Wenn dann ja gucken, ob wir es nochmal benötigen. Salz, ah, Kruzifix. Ja, ja, dann willst du das EMF-Ding mitnehmen, dann nehme ich Kruzifix mit. Können wir so machen. Fotos müssen wir auch machen. Ah, hier die Geisterbox ist ja noch wichtig, ne? Und das Buch. Ja, da gehe ich mal drin, erst das Kruzifix hier schmeißen und dann holen wir das rechtliche Kram noch. Auch noch tragen. Das kann man ja direkt wieder ablegen, dann nimmt es nicht so viel Platz weg. Ja. Na? Hier musst du rein. Ist hier schon bei dem Salz irgendwas? Das nix. Aber ja, stellen wir die Kamera schon mal hin. Ah, gut. Steht die doch gut? Ja, willst du die besser hier stellen? Das geht so. Ja, wo bist du denn? Ah, ich bin kurz im Truck, hab noch das, die Geisterbox Kohl. Du hast die Kamera hingestellt. Ah, okay. Geisterbox Kohl. Die werfe ich dann gerade hin, da habe ich noch so faulig, dass wir es auch gleich dabei haben. Dann können wir, denke ich, anfangen zu provozieren. Ja, ich würde gerne das Buch schon platzieren, aber solange wir hier noch nicht so einen handfesten Beweis haben, ja. Kann es ja schon mal machen. Ich lege es jetzt zum Kamin. Ja. Kann man das EMF-Ding einfach inschalten und auf den Boden fallen lassen und dann redet, geht das auch? Nee. Hm. So, UV ich habe 2 grüne Punkte bei dem Dings, bei diesem, wie heißt das Ding? Beim EMF-Hüter. Ja, 2 Punkte habe ich hier. Die Zahl ist hier noch ja diese Box oder was? Ja, die habe ich gerade abgelehnt, Gott, dass ich noch die UV-Tasche habe. Nichts erkannt. Are you a child? Wie ist er nochmal? Weiß ich nicht. Oh, hier ist rot. Oh, oh. Okay, EMF-Filter 5 können wir schon mal machen, ne? Ja. Stimmt, ich muss sicher sagen, ich mach die Taschenlampe aus. Falls der in der Zeit kommt. So. EMF-5, das ist zu schön. How old are you? Na gut, dann müsst ihr hier irgendwo. What is your name? Ah, ich hab's Kruzifix hier geschmissen, dann sucht er uns noch gar nicht heim, oder? Dann müssen wir warten, bis das sich abgehakt ist, ne? Er kann es nicht heimsuchen, aber müsst ihr normal trotzdem seine Aktivität hier machen, über Salz gehen und so, ne? Hier mal kurz im Truck. Ja. Hier habe ich irgendwo Abdrücke sehe. What is your problem? So, was haben wir denn hier noch? Die Räucherstäbchen brauchen wir glaube ich nicht, oder?
Machen Sie ein Foto vom Geist. Das mit dem Kruzifix müssen wir noch machen. Vielleicht müssen wir den da irgendwo hinstellen oder in der Hand nehmen sogar. Gut, dann Vater Schlampringmarkte, nichts, dann nehme ich mal das Kruzifix in die Hand. Ja, ich komme nochmal mit dem Thermometer, vielleicht sind es ja Minusgrade. Ja. Ja. Wir haben ja alles, wir haben unsere Basis aufgebaut, es kann nichts mehr entkommen. Das machen wir diesmal. Ha! Alle Beweise sind richtig. 18 Grad, hä? Ah, hier sind 6 Grad, 5 Grad, 4 Grad. Nicht, dass hier im anderen Raum ist. Ja. Toll. Das war natürlich super. Hier zeigt er auch 4 Grad an. Ah, toll. Ist der gewandert? Geht das? Gibt's auch sowas? Hier ist jetzt wärmer, oder was? Ja, zeig mal hier, du kannst ja selber gucken. What is your name? Are you a child? Der saffelt nicht, schüchtern. Also in dem Zimmer ist 15 Grad jetzt. Hier ist er nicht. Ach, 5, du musst 4. Mal an der Wand gucken. Ah, da hinten im Eck in der Wand, hä? Aber ja, wenn du, guck mal, wenn du jetzt hier wieder in den Raum reingehst. Hä? Hier. Was? Was war das? Was war das? Was war das? Scheiße. Nein! Nein! Oh, Scheiße. Angehaucht. Er hat mich geholt. Was? Was? Nein. Scheiße. Mann! John. Nimm diese Box und versuch mit ihm zu reden. Hat er was gemalt? Nee. Nichts gemalt. Der Meter weg, also wir sind hier auf jeden Fall richtig. Inschalten und dann Ritter, ne? How old are you? My friend. Steht da nicht erkannt oder so? My friend. My friendly friend. Hello. Hello? B ist es, ne? V. Hey. Bei mir war es B, nichts erkannt. Hallo, Freund. Na, er gibt keine Antwort. Er gibt keine Antwort. Ich guck nochmal, wie der heißt. Ich hab V. Alter. Ich bin ja eigentlich so ein Mann, ne? Also, im Buch ist immer nichts, aber der tappt dann durch Salz durch. Er hat das Buch bewegt. Irgendein Geist bewegt Sache. Hallo, Kollege. Komm, sei doch nicht so, Kumpel. Super. Was ist, wenn das Geist ist? Die ganze Zeit an dem Raum. Was? Hallo, Friend. Wie heißt denn der? Okay, also Antwort, Gerber, du. Jackson. Also Antwort, Gerber, du da mal nicht. Ups. Jackson? Okay. Aber in dem Buch siehst du was, oder? Ne, der hat es einfach nur auf die Seite geschmissen. Jackson? Kumpel. Ruth Jackson? Ruth Jackson. Ruth Jackson. Mann, ey, ich will hier nicht allein sein, deswegen spiele ich das doch mit dir. Jackson, come on. Also er hat keine Antwort gegeben, die Geisterbox. Also auf jeden Fall eben auf Ebene 5 haben wir gerade. Das ist nix, das kann doch gar nicht sein. Guck nochmal mit dem Thermometer, ob hier irgendwie die Temperaturen sind. Wir müssen ja noch ein Bild von dem machen, ne? Ja, ach, ist egal, wir müssen mehr herausfinden, was das für ein Viech ist. Thermometer. Ah!
Also hier in dem Raum ist es auf jeden Fall sehr kalt, aber es ist keine Gefriertemperatur. Also das können wir auch schon mal ausschließen. Er redet nicht, keine Gefriertemperatur, er malt nicht ins Buch. Kann aber fast schon gar nicht sinnen. Ja, was soll es dann sein, ey? Siehst du sein, in der dass Kamera das so irgendwas klappt? rumfliehen oder so? Ich kann Geisterort? doch mal hingehen, ich kann doch mal hingehen. MF5 haben wir, das heißt, es fehlen noch zwei Sachen. Was kann da noch sinn? Was gibt's? Fingerabdrücke hast du auch keine gesehen, ne? Ja, am Anfang, aber da war er ja nicht so oft aktiv. Ich hole mir noch die UV-Taschenlampe. Die liegt da noch irgendwo, die ist nicht hier. Ja, ich weiß. Die habe ich irgendwo hingeschmissen. Ist da Licht an oder sowas? Mach mal weg! Irgendwas schwebt da oder so, aber das sind keine Orbs. Was, wie das schwebt, was? Mach mal Licht aus. Das will ich eigentlich nicht. Und? Ey, da ist nix, da ist nix. Das kann aber nicht mehr viel übrig bleiben eigentlich. Wo ist die verdammte UV-Taschenlampe? Der hat ins Buch geschrieben! Ja? Leave or die. Okay, das ist eindeutige Botschaft für mich. Gut, Mach also die Tür Geisterbuch auf. können wir. Der macht die Tür nicht auf! Ja, ist abgesperrt! Wie? Hilfe! Junge, lass mich hier raus! Die du da an der Tür hängst. Scheiße. In irgendein Eck. Junge, wie mache ich die Tür wieder auf? Die ist abgeschlossen, weil der gerade am Jagen ist. Was? Okay, also er hat ein Buch geschrieben. Und MF5. Die zwei Sachen haben wir ja schon mal. Ja. Dann mache ich jetzt Licht aus, stelle mich hier ins Eck. Geisterbuch. So, So, das kann oh. jetzt sein Also die vier. Shade, Oni oder Revenant. Ich guck mal. Shade, also Oni. Also er hat das Buch bewegt, ne? Also. Onis sind verwandte Systeme und besitzen unglaubliche Stärke. Onis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Schwächen durch ihre hohe Aktivität sind Oni leichter zu erkennen. Beweise EMF Level 5, Geisterbox und Geisterbuch. Also Also Oni Geisterbox. könnte schon mal sein, weil der was bewegt hat. Aber Geisterbox, der hat keine Antwort gehabt. Warte mal. Wird schneller, wenn man. Ich probiere es Schwächen immer noch mal. versteckt man sich vor allem, bewegt er sich langsam. Hallo? Friend? Friend? How Du musst old are doch mal you? gucken, ob. What do you want? Are you a child? Naja, nix. Also, da Also steht ich da. würde sagen, Shade ist das nicht. Weil das ist der, den wir letztes Mal hatten, wo wir dachten, das ist deswegen schüchtern und so. Das ist ja glaube ich nicht, oder? Es kann. Also ich würde sagen, Revenant oder Oni. Oni fände ich halt interessant, weil der Sachen bewegt, steht hier. Was hat er denn noch als drittes? Ja, EMF Level 5, Geisterbox und Geisterbuch. Da gibt Wenn aber du halt. Fingerabdrücke findest, dann ist es Revenant. Ich finde halt die UV-Taschenlampe nicht. Und Geisterbox gibt halt keine Antwort. Hab's jetzt schon mehrmals versucht. Ach du Wollen wir es Sch. versuchen und sagen, dass es der ist? Ja, bin ich außer. Hey, das Kruzifix liegt doch da. Ach. Ein Foto mache. Ah. Das ist halt wieder wenig, was mir. Das gibt's doch gar nicht, Mann. Also Uni oder was? Gut, einige waren es drauf. Mal Oni und das ist dann noch die Fingerabdrücke oder was? Nein. Das ist die Geisterbox. Da war keine Antwort halt, gell? Na gut, vielleicht habe ich das falsch gemacht. Ich mache einfach mal Oni. Okay, alles klar, Kumpel. Raus hier. Das ist auch noch 0%. Ja, ich hab genug. Oh Gott. Ich sehe es komisch, das stimmt, was sie da nicht. Na gut, wir haben ja drei zur Auswahl gehabt. Vielleicht ja. Die ersten zwei waren ja auf jeden Fall, das haben wir ja gesehen. Nein, es war. Na, sicher, ich Dann doch. wusste. Du musst die Fingerabdrücke noch finden. Scheiße! Ja, sicher, weil er hatte keine Antwort gehabt, was ein bisschen drauf verlasse. Ach, fuck! Mann! Fotos gepunktet, ich hab doch wieder nur deine Pott fotografiert. Ah, Ach, scheiß Dreck. Naja, schade. egal. Trotzdem,
War wieder mega geil, auch wenn schon wieder so frisch Sterbe gemistet hat. Ah, Ja, Noob, ja. Bis zur nächsten Folge, Phasmophobia.